Was geht, Freunde? Euer Speaks hier und willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog. Heute heißt es 1. FC Köln gegen AC Mailand. Freundschaftsspiel, ich habe sehr viel Bock. Gleich ist an, wir sind auf dem Weg zum Stadion. Danke nochmal für 160 Abonnenten. Vielen Dank, dass es nochmal so geboostet ist. Und ja, in der Folge kommt ein dickes Announcement auf euch zu. Vielen Dank dafür. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch der Stadion-Vlog gefällt. Und danke für den krassen Support nochmal auf den Stuttgart-Vlog. Und auch an die Stuttgart-Fans, vielen Dank fürs nette Kommentieren. Echt korrekte Community. Und ja, wir sehen uns gleich, wenn wir am Stadion sind. Meine zu vier, Niklas und Theo sind auch dabei und meine Schwester. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum Stadion. Und ja, was ist eure Match-Prediction? 3-1, FC. 5-1. Ich tippe 2-1 FC. So, Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg zum Stadion. Wir sind jetzt aus der Bahn ausgestiegen, schon was länger. Wir laufen jetzt und die Wichser. Da hinten ist schon der McDonald's. Das ist mir so scheißegal. Da. Sagen, wir laufen 10 Minuten zum Stadion, wir laufen jetzt schon seit 20. Das liegt aber daran, wie du läufst. Ach, sei leise, ich sag so falsch, gell? Ja, egal, wie gesagt, mein Tipp ist 2-1. Wir haben schon ein paar Mailand-Fans gesehen, aber ich glaube, Köln ist definitiv nervös, das ist ja auch ein Spiel. Heute Stehbereich tatsächlich. Mal gucken, wie viel Stimmung ist. Hoffen wir, organisiert das Support. Und ja, genau. Dann sehen wir uns gleich, wenn wir drin sind. Wir sind am Stadion angekommen. Ich habe so Bock wieder auf Fußball, Freunde. Auf geht's, wir gehen jetzt rein ins Stadion. Wir müssen noch einmal kurz umlaufen. Aber dann auf geht's, FC. Und ich habe so Lust. Also, AC Mailand kommt in der B11, aber trotzdem immer stark zu Thank you.
2-1 Mailand. Wir haben uns davor gemacht, wir haben gut gespielt. Fazit geht gleich noch. Die Mannschaft kommt gleich noch rum. Fazit geht gleich. Wie sieht der Mailand auf jeden Fall? Gut gespielt. Man hat gesehen, die Klasse, allein schon Giroud in der ersten Halbzeit mit dem 1-0 geboren. Aber egal. Wird jetzt noch eine Siegerehrung aufgewonnen, weil es war ja der Telekom Cup. Der Mailand jetzt. Und ja. War eigentlich ein schönes Fußballspiel. Ich freue mich jetzt auf die Saison.